Wir zeigen Ihnen jetzt, wie Sie Adressen auf einer Karte darstellen und diese sehr einfach geokodieren. Sie haben sich sicherlich schon einmal überlegt, wo Sie Adressen herbekommen. Hier gibt es viele Anbieter, sehr namhafte Anbieter. Einmal die Deutsche Post, dann gibt es die Firma Nielsen, die sehr viel im Lebensmitteleinzel- und Großhandel tätig ist. Dann Hoppenstedt, einer der großen Anbieter. Dann haben wir Schober, die sehr viel anbieten. Oder wir haben auch die Firma Axiom, die mit uns zusammenarbeitet und auch einen sehr großen und qualitativ sehr hochwertigen Bestand an Firmenadressen hat. Neuerdings arbeiten wir auch zusammen mit der Firma Wer zu wem, die sehr preisgünstig Adressen anbietet und zum Beispiel führend ist bei Autohändlern in Deutschland. Hier arbeiten wir sehr intensiv zusammen, indem wir zum Beispiel alle diese Adressbestände schon fertig auf eine Karte geokodiert haben. Auch bieten wir eigene Adressen an auf unserer Internetseite. Sie sehen hier schon absolut vorbereitet in einer sehr, sehr hohen Qualität. Nicht nur für Europa, sondern auch für USA. Hier haben wir eine amerikanische Seite, die Sie gerne einmal besuchen. Aber gehen wir einmal zurück zu den Firmenadressen zu Wer zu wem. Sie sehen hier, man kann sehr viele Adressen nehmen: Hotels in Österreich, Supermärkte, Grundschulen, weiterführende Schulen oder auch die Autohändler Deutschlands. Wir gucken uns das jetzt einmal an. Sie sehen hier zum Beispiel jetzt, wir haben die Firmenadressen von Wer zu wem und schauen uns diese mal an, die Autohändler in Deutschland auf einer fertig vorbereiteten MapPoint-Karte. Sie sehen hier, es sind eingespielt alle Autohändler. Wir haben BMW-Händler, Mercedes-Händler, VW-Händler. Wie kann ich jetzt mit dieser Karte arbeiten? Einmal kann ich ganz einfach es umranden. Sie sehen hier, ich umrande alle Daten. Ich muss jetzt natürlich die transparent etwas machen jetzt hier, kein Füllbereich. Und Sie sehen hier, und jetzt kann ich einfach mit einer Markierung mit rechts, sage ich, nach Excel exportieren und alle Daten werden zusammen mit den Geokoordinaten in eine Excel-Tabelle exportiert. Das ist sehr einfach und sehr bequem und 100% vorbereitet. Was kann man weiterhin machen? Wir können zum Beispiel sagen, wir wollen einmal ein Einzugsgebiet haben. Wir gucken uns mal hier die Händler von meinetwegen dem Mercedes-Händler in Wipperfürth ein. Wir klicken einmal hier drauf und Sie sehen, wir bekommen automatisch alle Informationen, so wie Sie diese auch in der Excel-Tabelle haben. Und jetzt können wir mit MapPoint sagen, wir wollen eine Fahrzeitzone erstellen. Wir wollen wissen, 30 Minuten, welche Wettbewerber sind dort vorhanden. Und wir lassen MapPoint, das ist ein Microsoft-Programm, diese Sache ausrechnen. Es wird eine Fahrzeitzone berechnet, die wirklich die Geschwindigkeiten auf den Autobahnen, auf den Innerortsverkehr, Einbahnstraßen etc. berücksichtigt. Und es zeichnet jetzt ein Polygon und umrandet alle Wettbewerbskunden innerhalb von 60 Minuten. Das dauert eine kleine Weile, aber wir können dann alle exportieren. So, es ist jetzt gleich fertig. Sehen jetzt hier diese blaue Linie. Wir können sie mal entsprechend einfärben. Ich färbe sie mal gelb ein. Und jetzt sage ich noch jetzt eine Sache. Ich sage mal hinter die Straßen bringen. Dann sehe ich jetzt hier auch alle. Und die Umrandung mache ich einmal rot. Und wenn ich jetzt diese Umrandung sehe, jetzt hier, ich kann es einmal entsprechend zoomen. Markiertes Gebiet. Jetzt sehen wir das Gebiet und wir können hier jetzt mit der rechten Maustaste sagen, wir wollen nach Excel exportieren, welche Kunden sind jetzt in diesem Gebiet. Wir sehen jetzt, wir haben Mercedes-Händler, haben wir 9 Stück, wir haben die VW-Händler und wir haben die BMW-Händler. So einfach geht es. Ich schließe es mal wieder. Ich sage mal, don't save. Gut. Was können wir weiterhin machen, wenn wir MapPoint haben? Wenn wir eine eigene Datei haben, können wir selbstverständlich diese importieren, unsere eigenen Adressen. Ich gehe mal hier hin. Und Sie sehen hier, wir können nach Excel von Excel importieren, wir können die Adressen von Access importieren, wir können unsere Outlook-Dateien nehmen oder wir können auch eine Datenverknüpfung machen.
Ein Beispiel ist, wir haben alle produzierenden Gewerbe in Hessen. Ich klicke einmal hier drauf, die Firmen in Hessen. Ich öffne mal die Datei und wie sieht es aus? Ich muss mal auf Deutschland schalten. Und jetzt muss ich nur noch sagen, Name 1, Name 2, Straße, Postleitzahl und Ort. Ich sage dann Fertigstellen und alle Adressen werden mit einem PIN importiert. Ich breche mal hier ab, aber Sie können sich das gerne ansehen oder können es auch selbst ausprobieren. Interessant ist, man kann natürlich sämtliche Analysen machen, wo ist welcher Kunde. Wir haben auch die Möglichkeit, mit soziodemografischen Daten, mit Kaufkraft etc. die Sachen zu verknüpfen. Wir gehen mal wieder zurück. Schauen Sie sich einmal an, bei wer zu wem und kommen Sie auf uns zurück. Wir sind ein Spezialunternehmen. Wir haben einmal eine Unternehmensberatung für Marketing und Vertrieb, wo wir sehr viel Erfahrung haben. Wir sind alle Unternehmer gewesen und im Vertrieb tätig. Und wir haben ein Softwarehaus für Geomarketing, welches perfekte Lösungen für Ihren Bereich anbietet. Besten Dank.